Hallo meine Lieben, herzlich willkommen bei Madeleine Schlemmer Paradies. Heute möchte ich euch zeigen, wie ich die Schokoglasur von meinen Muffins gemacht habe und wünsche euch viel Spaß beim Video. Für die weiße Schokoladenglasur brauchen wir nur zwei Zutaten, und zwar 250 Gramm weiße Schokolade und 25 Gramm Kokosöl. Wenn ihr kein Kokosöl habt, könnt ihr auch geschmacksneutrales Öl nehmen oder ihr nehmt Palmin. Nun hacken wir die weiße Schokolade, geben dies in eine Schüssel und geben das Kokosöl mit dazu und schmelzen dies über das Wasserbad. Wenn sie geschmolzen ist, sind wir schon damit fertig, rühren noch einmal kurz um und dann können wir es direkt verwenden für Kuchen oder für die Muffins, wie ihr möchtet. Für die dunkle gemischte Schokoladenglasur brauchen wir 50 Gramm Zartbitterschokolade, 200 Gramm Vollmilchschokolade und 180 Gramm Butter. Hier ebenso hacken wir die Schokolade komplett, geben dies in eine Schüssel. Dazu geben wir dann die Butter und das schmelzen dann ebenso über das Wasserbad. Beachtet bitte, auch wenn es nur eine Schokoladenglasur ist, dass ihr niemals das Wasserbad kochen lasst, denn die Schokolade soll nur durch den Wasserdampf alleine schmelzen und nicht dadurch, dass die Schüssel extrem heiß wird. Und ebenso darf die Schüssel nicht mit dem Wasser in Verbindung kommen. Auch hier einmal zusammen die Zutaten verrühren und dann könnt ihr es direkt verwenden für eure Deko, die ihr damit machen möchtet. Die zwei Schokoglasuren habe ich benutzt, um den Papageienkuchen zu dekorieren, den ich heute euch auch hochgeladen habe, und ebenso um die kleinen Muffins hier zu dekorieren. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Video. Lasst mir ein Däumchen nach oben da. Die Rezepte sind natürlich, findet ihr alle auf meinem Blog und das ist unten auch verlinkt. Und dann sehen wir uns. Bis bald. Tschüss.